Hallo, meine lieben Planetenbewohner, und willkommen zu LEGO Explorer Nummer 12 2021, die letzte des Jahres, bevor später in diesem Jahr die erste vom nächsten Jahr erscheint. Zeitschriftennummerierungen sind ziemlich verwirrend, wenn sie jährlich starten. Aber okay. Jedenfalls ist das, wie gesagt, die 1221 von LEGO Explorer. Das Thema diesmal ist der Weltraum und, wie schon beim letzten Heft, das neue Design hat sich gehalten und das komplette Heft ist tatsächlich zu dem Thema. Kein buntes Mischmasch, mehr oder weniger auch, aber alle Themen haben halt irgendwas mit Weltraum und vor allem Raumfahrt zu tun, einschließlich auch des Bereichs, was man bauen soll oder kann, so Vorschläge, wie man Raumschiff gut macht. Nur, der Lifehack ist diesmal ein bisschen lame. Das ist kein Lifehack. Naja. Aber immerhin kann man, wird gesagt, man kann es sich an die Wand hängen. Wir haben als Beilage dieses Alien, schauen wir uns gleich an, im Raumschiff. Ganz hinten natürlich die Bauanleitung drin. Zum Ausschneiden und Zusammenfalten, wenn man es will, weil die Anleitung halt nicht mit in der Polybag ist. Die Polybag hat auch eine Nummer, 11954, so, dass ihr es auch wisst. Hier schon die Vorschau, die habt ihr nicht gesehen, da muss ich ja später noch spannend machen. Wir haben ein bisschen was über die Planeten, wie gesagt, Raumfahrt. Ein paar gebaute Dinger von Heftfans, muss ich diesmal sagen, bin ich ein Fan von ihm hier. Emperor Talkative Horse und Bright Kiwi Pianist, weil das ist ein Skorpion, selbstverständlich bin ich ein Fan davon. Alles Mögliche und unser Teil, um das es diesmal geht, auf der Teileseite ist der große Mecharm. Ich bin überrascht, dass das Ding offiziell so heißt, Mecharm. Da hätte ich nicht mit gerechnet, aber okay. Und da sehen wir den Einsatz hier in verschiedenen Möglichkeiten. Immer nett, dass da auch was übers Bauen selbst dabei ist. Und wie gesagt, ansonsten sehr viel Weltraum, Planeten, Raumfahrt, alles gut. Und unsere Beilage, achso, da muss ich ja hinten nochmal aufblättern, um das Ding auch bauen zu können. Aber ich schaue gleich mal, ob ich das ohne Anleitung bauen kann und schaue danach, was ich alles falsch gemacht habe. Okay, okay, dann schauen wir uns jetzt die Tüte an. Wie gesagt, die 11954 7 plus durch 11954 ist definitiv eine nicht komplette Berechnung. Aber hey, das ist bei Lego nun mal so. Wir sehen immerhin, es ist Lego. Rückseite durchsichtig, also kein Größenvergleich. Die Zwiebeln sind da, der grüne Punkt ist da. Das Doppel-P ist da, wenn jemand ganz dringend auf die Toilette muss. Und ein Barcode ist da und jede Menge Text, den wir uns gar nicht erst anschauen. Sondern ich reiße diese Tüte jetzt einfach auf. Da kommt mir schon ein grüner Einzelpinöppel entgegen. Da sind noch mehr grüne Einzelpinöppel begleitet von anderen Teilen. Wir sind in einer Polybag. Sehr schön. Die lege ich jetzt daneben, damit ich ein großes Bild habe. Und dann schauen wir doch mal, immer schön große, große runde Platten zu bekommen und auch die Viertelkreise. Der Viertelkreis hat sogar ein Auge, beeindruckend. Ah, das könnte komplex werden. Ich glaube, na gut, das hier ist relativ klar. Das Bullenhorn hier in Violett oder in Magenta ist es, glaube ich. Das ist nochmal eine ganz spannende Geschichte. Das ist ein relativ häufiges Teil, ist sogar überraschenderweise die häufigste Farbe für dieses Bullenhorn. Weil Kühe mit lila Hörnern kennen wir alle. Nein, die kommen in der Monkey Kids Serie in fast jedem Set vor. Deswegen sind die sehr, sehr häufig und außerhalb von Monkey Kid halt überhaupt nicht. Deswegen ist es nett, das Teil mal zu bekommen, ohne ein Monkey Kids Set kaufen zu müssen. Die sind nämlich sauteuer und ich persönlich mag sie nicht, sie sind mir zu bunt. Das ist schon unser Alien, der gleich im Cockpit sitzt. Gut, ist ein Alien, kann man jetzt schlecht vergleichen mit irgendwas, vor allem, weil wir nicht wissen, ob da unten noch was dran hängt. Aber ist doch ganz niedlich. Einfach nur ein Auge mit einem Bullenhaar auf dem Kopf, warum nicht? Das bringe ich vielleicht in die Reddit-Gruppe Spec Evo noch ein. Leute, was macht ihr aus dem Vieh? Wie sieht der Rest des Körpers aus? Das könnte spannend werden. So, die hier kriegen definitiv diese Kuppel so rum. Die Kuppel ist auch nett. Das ist immer ein nettes Teil. Kann man sehr schön gebrauchen. Ich bin jetzt wirklich hier dran und mache einfach nur irgendwie zufällig die Teile so zusammen, wie sie gerade offensichtlich sind. Das wird sehr schnell schief gehen.
Und deswegen schaue ich jetzt dann doch in die Anleitung. Dieses Ding ist absolut kein offensichtliches Modell. Oh, die Viertel sind größer als der. Okay. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie um Himmels Willen das da dran soll. Dass es dran soll, ist mir jetzt klar, aber. Da muss man genau die Stelle finden. Dann geht's halt. Okay. Ach so, ich soll das noch weiter so rum? Ne, jetzt soll ich es umdrehen. Was zum. Verwirrende Anleitung. So, Jumperplatten. Okay, ich greife der Anleitung mal voraus, denn das hier ist offensichtlich. So, was haben wir noch? Dann haben wir einmal zwei in Koralle. Sehr, sehr schöne Teile in Koralle. Ne, nicht der, oder? Der. Ganz wichtig, nicht die runde Platte, sondern die runde Jumperplatte da in die Mitte. Sonst fehlt einem gleich wahrscheinlich irgendwo die runde Platte. Okay. Habe ich das jetzt ernsthaft falsch rumgebaut? Ich habe es natürlich falsch rumgebaut. Weil ich dachte auf dem Bild von dem Schiff, dass es andersrum wäre. War es aber nicht. Also, so rum das Ganze, wie es sich gehört. Und dann kriege ich hier hinten die Käseecken drauf. Schade, dass es keine Doppelkäseecke ist. Also eine Doppelbreite. Das hätte noch mal etwas mehr Halt hier verliehen. Aber ich glaube, die gibt es auch nicht in Koralle. Ist ja nicht die häufigste Farbe, ist aber eine schöne Farbe. Schöne Variante von Rosa. Insofern keine Beschwerde. Das sind die Grünen, das habe ich schon gemacht im nächsten Schritt. Okay, Gitter. Flat Silver, sehr nett. Und das ist die Oberseite soweit. Gut. Der kommt jetzt natürlich noch rein und ich greife der ganzen Geschichte mal vor. So. Oh. Der geht ja gar nicht zu. Oh Moment, der ist auch gar nicht richtig drauf. Der geht immer noch gar nicht zu. Das gefällt mir nicht. Wieso geht der nicht zu? Der geht nicht zu, weil hier noch eine Platte drunter gehört. Oder genauer zwei. Und ich setze hier einfach mal quer, damit ich hier wenigstens ein bisschen Gegenhalt habe. Okay, jetzt geht er zu. Mein Fehler, der ist schon mal. Die Oberseite ist schon mal komplett und jetzt machen wir eine Unterseite. So, und da kommen jetzt nämlich die runden 2x2er. Zwei aufeinander, okay. Einmal drunter und der große Mecharm. Wieso heißt der eigentlich großer Mecharm? So groß ist der. Ach ja, klar. Es gibt ja auch noch die kleinen Roboterarme. Oh, nichts, was drunter hält? Na ja, gut. Hält genug Gewicht aus. Aber normalerweise ist es so, wenn die hier als Beine verwendet werden, dann ist normalerweise immer noch ein 1x1 Stein in Transparent hier zwischen, damit die halt eine Grenze haben, bis wo die gepusht werden, wenn da jemand von oben drauf drückt oder wenn zu viel Gewicht von oben gegenkommt. Das fehlt hier so ein bisschen. Das Modell ist, glaube ich, klein genug, dass es nichts macht. Aber trotzdem finde ich das jetzt auffällig, dass es fehlt. Naja, so, jetzt hat er ein Fahrgestell und eigentlich dürfte es das sogar schon gewesen sein. Ich frage mich gerade, wieso da noch eine zweite Seite bei der Anleitung ist. Ja, die zweite Seite ist die Leiter, die ich schon gebaut habe und der Alien, den ich schon gebaut habe. Und die Kuppel drauf, was ich halt früher gemacht habe, als hier drin steht. Jetzt wundern mich die Dinger noch. Habe ich die irgendwo vergessen? Ja, habe ich. Okay. Weil die transparent grünen Einzelpinöppel, da kommt hier noch einer drauf und dann macht es auch keinen wirklichen Unterschied. Den hätte ich auch weglassen können. Aber da ist er. Unser kleiner Alien-UFO. Wir haben relativ viele Teile übrig für seine kleine Box. Wir haben
Ein Auge, Einzelpinöppel in transparent grün, Einzelpinöppel mit Loch in hellgrün, Ochsenhorn in magenta und eine Käseecke in Koralle. Beziehungsweise Lachs heißt die Farbe, glaube ich, auf Deutsch dann, was sehr verwirrend ist. Englisch Koralle, Deutsch Lachs, Hauptsache irgendein Meeresvieh. Ja, und dann ergibt es dieses Alien, der ist niedlich. Der ist auch klasse geraten, weil es soll ja einen Außerirdischen darstellen. Das ist definitiv kein Mensch. Wunderbar, hat funktioniert. Doch, sehr schön. Der sitzt dann in seiner kleinen fliegenden Untertasse. Die hat hier noch ein Fahrgestell, quasi einen Antrieb. Und eine Leiter, damit er auch aussteigen kann. Da können wir schon mal davon ausgehen, irgendwo wird er wohl Füße haben in dem Ding. Es gibt viele Dinge, die hieran konzeptionell keinen Sinn machen. Gebe ich zu. Ja, allein schon, dass der so unglaublich flach ist, das UFO. Aber es ist unglaublich niedlich. Ich mag das Ding. Es ist süß, es ist kreativer kleiner Alien. Ist eine ganz nett gebaute fliegende Untertasse. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein nettes Teil. Ist es sensationell? Nicht wirklich, aber es ist wirklich, wirklich schön. Also, ne? Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Mal gucken, wie mir das Heft in einem Monat gefällt, wenn es dann diesen Löwen dabei gibt. Bei Heft Nummer 1 2021 und dann auch mit Comic. Da bin ich mal gespannt, was sie da machen. Sie scheinen das Heft doch, also sie sind ziemlich bereit, das Heft immer mal wieder zu überholen und zu schauen, okay, wie kann es besser laufen. Nächstes Mal probieren sie es halt mit einem Comic. Bin ich gespannt, wie der wird, was da drin ist, ob es vielleicht ein Comic hier um unseren Ed ist oder sowas. Mal schauen, mal schauen. Das sehen wir alles am, jetzt habe ich das Datum gar nicht gesagt, und auch nicht nachgeschaut, am 3. Dezember. Denn am 3. Dezember ist in der Welt der Zeitschriftenverlage der Januar angebrochen. Wie gesagt, Zeitschriftenveröffentlichungstermine sind seltsam, aber so ist es. Und der nächste Zeitschriftenveröffentlichungstermin ist am 9. November, Lego Bat-Symbol. Bis dahin.